Ja, liebe Leute, geht's weiter. Nach der Niederlage in Zwickau, dieser unverdienten Niederlage in Zwickau, die tut immer noch so ein bisschen weh, weil das wäre der Titel gewesen. Aber jetzt haben wir das Heimspiel gegen Oldenburg. Und ich meine ja, gerade diese Teams, die auf dem Papier einfach gefühlt schwächer sind als man selber oder beziehungsweise nicht so gut platziert sind, gegen die tut man sich richtig schwer. Saarbrücken verloren, unentschieden. Jetzt gegen Zwickau genau das gleiche in Grün. Der nächste Gegner ist wie gesagt Oldenburg. Wir haben in Duisburg 4-0 verloren. Also wir haben, bei Viktoria haben wir, glaube ich, verloren. Also es sind noch ein paar Spiele dabei, wo wir gefühlt schwächer waren, besser waren. Aber das Ding, wie gesagt, gestern war sowas von unnötig, weil man muss durch die Statistik gucken. 10-0 Torschüsse in der ersten Halbzeit, unter anderem einmal Pfosten, einmal Latte getroffen. Der Keeper ein paar gute Dinge gut gehalten und dann kriegst du halt in den letzten 10 Minuten noch die 2 Gegentore, wo der Gegner eigentlich überhaupt mit dem ersten Torschuss trifft und mit dem zweiten direkt das 2-1 macht. Ja, aber ist halt so passiert. Mach heute gewinnen wir gegen Oldenburg und dann hoffen wir, dass wir den Titel klar machen. Und dann geht's nach Mainz im Halbfinale, okay? Und dann geht's auswärts Aue. Also Oldenburg, Mainz, Aue. Das sind die nächsten 3 Gegner. So. Gut. Gehen wir rein. Erstmal in die Pressekonferenz. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. Wenn ich gucke, bin gerade. So, okay. Wir gehen natürlich voll auf Sieg, ne? Und genau, wir brauchen den einen Punkt tatsächlich nur, weil glaube ich, 60 nichts gewonnen hat. Oder unentschieden gespielt hat, wie auch immer. Aber gut, wir wollen heute natürlich das Ding gewinnen, um dann den finalen Schritt zu machen. Und wenn wir das Ziel erreicht haben, kann man uns auf den Pokal konzentrieren. Wir dürfen die Gegner nicht unterschätzen und das ist natürlich auch so ein bisschen eine kleine Lehre aus dem Halle-Spiel, aus dem Spiel in Zwickau. Wir haben, meiner Meinung nach, die Gegner ein bisschen unterschätzt. Wir wollen natürlich diesmal gewinnen, klar. Ich will jedes Spiel gewinnen, wenn es wirklich möglich ist. Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich bei allen. So. Gut, auf geht's ins Match. Ich kann mich da ein bisschen durchrotieren. Ich werde wieder mal ein bisschen auf meinen Positionen. Meier soll natürlich heute den DS-Ding klar machen. Und bevor jetzt wieder einer meckert aus Hamburg. Heute mal wieder ein bisschen rotiert. Lass mal wieder mal die ganzen, die etwas jüngeren Talente ran. Ja? Warte mal, hat da nicht der eine oder andere schon letztens gemeckert? So, Verteidiger, rechte Mittelfeld. So, damit wir ein bisschen mal rotieren können. So, auf geht's ins Match. Spieltag Nummer 34 steht jetzt an. Oh, der geht weg. Der geht rüber. Der Kreis muss so klein wie möglich sein. Das ist ein bisschen anders Sehen als bei FIFA 22. Noch ein Punkt bis zur Meisterschaft. Ein Punkt noch bis zur Krönung. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Das dürfte richtig hochklassig werden. Es kann losgehen, alle sind bereit. Alles geht auf ein echtes Highlight ein. Ja.
sind sie, unsere Jungs natürlich ein bisschen rotiert. Ich werde natürlich viel, viel mehr auf die eigene Jugend setzen, auch was in den kommenden Saison. Mal gucken, wie weit wir halt der ein oder andere, der ein bisschen explodiert. Wir werden natürlich viele Abgänge, einige Abgänge haben, klar. Mal gucken, was halt so geht, wer geht. George kann ich mir vorstellen, Hemmerich kann ich mir vorstellen. Das sind so ein paar Kandidaten, wo ich mir denke, vielleicht, dass wir da vielleicht mehr auf die eigene Jugend setzen. Aber mal schauen. Ulrich soll noch gehalten werden, so weit wie möglich. Und dann wird die Mannschaft wahrscheinlich so punktuell verstärkt. Also ich glaube, viel werden wir international mit der Truppe eh nicht reißen. Mal schauen. So, aber jetzt erstmal, dafür müssen wir erstmal Mainz schlagen in der nächsten Partie. Mal abgesehen davon, um überhaupt einen Traum davon zu haben, dass wir international irgendwie was reißen können. Aber wir haben ja in München gewonnen, ne? Zum Beispiel. So, das sind die Jungs vom VfB Oldenburg, die natürlich als Mitaufsteiger auch zeigen wollen. Hey, wir sind noch mit dabei. Oh, die hat jetzt auch gegen Zwickau verloren. Warum sollte man nicht heute auch noch was reißen können? Aber mal schauen. So, da ist unser. Ist das Lee Elkloff gewesen, glaube ich, gerade. Und dann geht es gleich in die Partie. 34. Spieltag, dritte Liga. Auf geht's. Heute soll es ein bisschen eher vor Ruhe gesorgt werden. Ja. Ja, schade. Gut, dachte mal, wir kriegen da noch was hin. Also ich glaube, von Zwickau unterschätzt haben wir eigentlich nicht. Wir sind eigentlich normal drauf gegangen wie früher. Wir hatten einfach nur extremes Pech. Mal gucken, ob wir heute ein bisschen mehr Glück dabei haben. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Ganz stark abgeblockt. Wieder einmal. Er ist heute. Ich hatte gerade gezögert, weil ich dachte, okay, das war eine Hand, deswegen, dass es vielleicht ein Freistoß und einen Elfmeter gibt, aber es war nichts. Glück gehabt. Also dann die erste Chance für den VfB. Haben sie schon ein bisschen mehr geschafft als Zwickau. Die Gastgeber sind in dieser Saison bislang die große Überraschung. Ja, und vor allem haben sie das durchgekriegt. Genau, wir haben 12 Punkte Vorsprung. Wir haben also 60 hat tatsächlich unentschieden gespielt. Hätten sie verloren, wären wir auf dem Sofa Meister geworden. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier unsere Partie heute fabrizieren. Und das. Die erste Chance für den VfB und der führt. Und du kriegst die Krise zur Unzeit. Nicht, dass du dann am Ende doch noch diesen sicher geglaubten Titel kaputt machst. Sie haben es nämlich sehr gut rausgespielt. Und hatten die Chance und nutzen sie. 1:0 für den VfB. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ah ja, komm, da kannst du mir dieses Gelb sagen. Rot wäre zu viel, aber Gelb ist richtig. Ogala. Schönes Dribbling hier. Ogala. Auf den langen Pfosten. Ah. Erste Chance. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Das war ein sehr guter Kopfball, ja. Erstmal Ballverlust. Schöner George, Pasta, der die Situation eben hatte. Die Chance jetzt. Ach. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Das war gar nicht so unwichtig. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird, Buschi. Denn damit hat er nun den alten Torrekord eingestellt. Da kann man ihm nur gratulieren. Richtig, super Leistung. Vielleicht. Oh, jetzt haben sie die Chance. Ja! Das Tor! Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Er hat ihn. Ich glaube, das war der 27. Endlich. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein. Ach, Katze. Den macht er sicher. Ich habe eine Katze hier drin, nur nicht wundern. Und das live vom Let's Play, geil. Oh, warte. Aber egal. Alles gut. Ich mach das gleich weg. Nach der Partie. Buchtmann. Es ist immer zum Speichern. Es ist nicht schlimm. Es ist Katzengras. Kein guter Pass. Weg so. Ist der Ball.
Ja, ja, ist gut gesehen, dass er da noch einer mitgeht. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt die Chance. Wir legen noch einen nach. Doppelschlag binnen weniger Minuten. Und jetzt ist der Jubel natürlich groß. Spiel gedreht. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann macht er Schuss unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. So, spitze gemacht. Jetzt brauchen wir wieder zwei Tore. Hier ist auch alles drin. Schiri, das muss rot geben. Nee, das kann man fast nicht durchgehen lassen. Jetzt müsste eigentlich rot geben, weil der war durch. Das war eine klare Torchance, oder? Er gibt nur gelb. Diese Aktion gibt es hier, die gelbe Karte. Okay, ja, das Kriterium hätte ich gerne. Warum er da nur gelb gibt? Meiner Meinung nach ist das gerade rot, weil das ist nur Bremse, er war durch. War da vielleicht noch irgendwo ein Verteidiger mit uns in der Nähe? Es gibt, wie gesagt, nur gelb. Nur gelb. Naja, gut. Na gut. Ja, warum auch immer der gerade, wie gesagt, nur gelb gibt. So, warte mal. Hier könnt ihr auf Flatterball, den will ich gerne auf Flatterball stellen, den Ball. Ich glaube, der könnte zu hoch werden. Da scheitert er an der Mauer. Ja, der war zu niedrig. Schau dir mal nicht. Fertig werden. Es gibt Ecke. Ecke in den Strafraum. Sie Schade. Können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Morgalla, der eigentlich Innenverteidiger ist, geht da außen vorbei. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Sterner, ja, gute Situation, gut am Zweimann vorbei. Macht das richtig gut. Was für eine Chance. Schade, also, ich wollte da nicht reinschlänzen, das war eigentlich alles gedrückt. Also der Winkel einfach zu spitz. Immer wieder schüttelt er da den Kopf. Kein Tor, unfassbar, kein Tor in dieser Szene. Ja, da muss so wichtig gewesen. Scheiße, ey. Vielleicht gibt es hier die Halbzeitpause. Spiel ist gedreht, jedenfalls. Momentan sind wir voll auf Kurs. Aber gefährlich ist es noch. Ein gefährliches Ergebnis, wie ihr gegen Zwickau gesehen habt. Der Versuch mit dem Lupfer. Ball ist beim Keeper. Ja, schöner Ball da vorne in die Spitze. Sterner. Sterner! Oh! Da wird er ab. Da war der Keeper noch dran, ne? Sonst geht der wieder rein, wäre der wahrscheinlich sogar reingegangen. Pause in dieser Partie. Und wenn alles so weitergeht, dann werden sie heute die Meisterschaft feiern können. Und das wirklich schon heute. Das wäre ein Riesenerfolg. Aber wir sehen ja, es ist wirklich eine klasse Mannschaft, die hätte sich diesen Erfolg auch verdient. Sie müssen jetzt nur konzentriert bleiben. So. Ganz stark abgeblockt, wieder einmal. Er ist heute... Also heute, das Ding muss eigentlich gewonnen werden, ey. Auf geht's, Halbzeit Nummer 2. Sie suchen die Lücke. Ja, George, der... Na, Glück gehabt. Gut vom Verteidiger da. Oder beziehungsweise vom Gegenspieler. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Jetzt Perry. Gut aufgepasst dort. Ja, diesmal war es gar nicht, weil gut gemacht, gut gegrätscht. Da ist der Ball jetzt weg. Gut dazwischen gegangen durch Lilian Egloff. Ja, zu. Das Laufen, Schiri, wollte gerade sagen. Schön ja. Dazwischen gegangen, Ballverlust. Und der ist weg. Wird Einwurf geben. Und zwar für unsere Jungs. George. Flanke kommt. Könnte was werden, aber ihr seht. Oh, sie lassen diese Chance liegen.
Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Ja, wenn du da durch zum Koffer gekommen wärst, wärst das 3-1 geworden. Wahrscheinlich. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, plötzlich will Oldenburg noch mal ein bisschen was mitspielen. Die steht ja, wie gesagt, nur 2-1. Ne? Wird ein Punkt reichen, aber gegen vermeintlich schwächere Teams musst du halt die Punkte holen. Musst halt den Sieg holen, eigentlich. Und zeigen, dass Zwickau die Chance jetzt ein blöder Ausrutscher war. Ach, Mann. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Ach. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Sie spielen auf jeden Fall ein bisschen mehr mit als der als wir kommen jetzt zu spielen. Wie gesagt, sie haben ein paar Situationen, wo sie es gut machen. Ach, das. Dieser Pass gedacht war, weiß niemand. Eigentlich war der für George gedacht, war nur für die Offensive gedacht. Aber gut, ist halt so passiert jetzt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Geht halt daher. Jetzt die Hereingabe. Da sind Jawohl. Sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Wenn es jetzt schnell geht, dann jetzt gefährlich. Sterner auf der rechten Seite. Der Schuss jetzt. Gehalten. Der hat er gehabt. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ecke Sterner. Ecke kommt. Ja. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn. Der war nicht ungefährlich, weil jetzt den Ablocker, der wäre nämlich genau auf die richtige Höhe gekommen. Aber leider nicht. Nicht ganz gefährlich. So, ich bringe jetzt noch schon Basic rein, also nochmal gute. Offensive, das haben wir jetzt 4 Wechsel. Das ist jetzt immer 4. Und das wird jetzt die Nummer 5. Da ziehe ich jetzt gerade alle 5 Wechsel nach 76 Minuten. Darf sich noch keiner verletzen. Es gibt noch mal eine Ecke. Und jetzt gehen sie noch mal alle duschen. 5 Wechsel. Vielleicht noch mal ein bisschen Schwung in diese Partie reinbringen. Hat. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Ja, es war gar nicht, also es war ein Handspiel, ja, aber es war kein Foul. Also jetzt ruhig weiterlaufen lassen können in der Situation. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Aber gut, ist halt so passiert jetzt. Wird auch nicht spielentscheidend sein, hoffentlich. Cavallo, oh no, boa! Ja, Einwurf. Wobei er durchaus die Entscheidung machen muss. Es sind so knappe Ergebnisse momentan. Es steht noch, es ist noch nicht so ganz gefährlich. Watanabe. Novoa. Ah! Ah! Verdammt, ich kriege den Ball. Gleich ist hier Schluss in diesem Spiel. Wenn sich nichts mehr tut, dann hätte der Gastgeber einen knappen Sieg holen. Ja, das wäre aber. Gut aus? Ist momentan. Dass sie das hier schaffen können, dass sie ich will das Ding jetzt wahrscheinlich nach Hause fahren. Komm. Jetzt mal. Und sie sind auch erfahren genug, dass sie hier nicht noch einbrechen. Also ich kann mir das zumindest vorstellen, dass sie das über die Runden bringen. Ja, das ist das Problem, aber es ist halt immer noch die. Nochmal die Chance. Zu hoch, da kommen sie nicht dran. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Das ist die Möglichkeit. Oh, und da wäre es was gewesen. Vielleicht geht jetzt was. Gibt Ecke. Es wird jetzt wahrscheinlich das Ende sein. Aber es ist sein. Den hält er natürlich. Und ich glaube, wenn der Abwehrspieler nicht auf der Linie gestanden ist, jetzt kommt der Keeper nach vorne. Wenn er den Arzt abfangen lässt. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Ist egal. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. Sie haben es geschafft. Sie sind Meister. Unnötig schwer getan, aber wir haben es gepackt. Sie haben es sich verdient. Sie wissen, was sie hier geleistet haben in dieser wirklich starken Liga. Das war eine tolle Saison. Und sie waren einfach die Besten. Das ist eine Saison, an die wir uns noch lange erinnern werden. Ja, yes. Das liegt vor allem an Ihnen. Es waren immer wieder überragende Auftritte, wirklich herausragende Spiele. Taktisch, aber auch, sind wir mal ehrlich, spielerisch. Das war dieser berühmte Fußball vom Allerfeinsten.
Feinste. Guck mal hier, wie sie schön stehen. In Reihe und Glied, es geht sehr, sehr gut dazu. Ja, also angesichts des Erfolges hier, sehr, sehr ruhig. Aber das ist ja auch immer die Geschichte. Ich könnte mich ja immer wegschmeißen. Ja? Jetzt ist das ja alles geregelt. Fotografen, Kameraleute, Siegerposen, genau. Nimm den Pott mal in die Hand. Wir wollen noch unser Fötelchen haben. Also das ist halt das Fötelchen. Fötelchen, ja. Fötelchen. Ja, ist ja gut. Nee, aber wie auch immer man sagt. Ja? Noch besser. Ja. So, und dann noch mal das große Szenario. Das gehört alles mit dazu. Das willst du gar nicht haben als Spieler unbedingt. Du willst einfach nur noch die Sau rauslassen. Richtig. Ja, also das hier ist noch choreografiert und dann ist nur noch wilde Sau. Ne? Ja. Ja. So, jetzt geht es in die Kurve zu den eigenen Fans. Uschi. Ich genieße. Ich genieße einfach, wenn erwachsene Männer sich wie Kleinkinder freuen. Herrlich. Tolle Bilder. Die Fotografen bitten zum offiziellen Meisterfoto Uschi. Da sind natürlich alle gerne dabei. Auf jeden Fall. Wir haben den Champions-Titel, wir haben ihn geholt. Dritte Liga gewonnen. Titel, eine wichtige Trophäe. Und ich glaube, das sieht man auch allen. Es war enge, definitiv. Meiner Meinung nach zu eng. Aber es ist egal. Wir haben am Ende das Ding klar gemacht. Dass 60 gegen Victoria gewinnt, ist egal. Wir haben unsere Aufgabe gelöst. Wir haben den Sieg, wir haben den Titel. Und damit haben wir quasi die Drittliga-Saison beendet. Jetzt können wir uns auf Mainz konzentrieren im nächsten Spiel. Nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rüber. Und vielleicht nächste Saison international zu spielen. Vielleicht. Vielleicht. Aber nicht mit den letzten beiden Auftritten, muss ich sagen. Dafür war viel zu viel wackelig da hinten. So, jetzt geht's um die Vorbereitung auf die neue Saison. Weil, wie gesagt, nächste Saison geht's in der zweiten Liga ran. Und, ja, da wird es nochmal eine andere Hausnummer werden. Da müssen wir nicht aufpassen, dass wir nicht schon wieder absteigen. Ja, wir haben durchaus das Spiel entscheiden müssen. Ja, genau das ist es einfach. Wir sind momentan ein bisschen zu unentschlossen. Das hat gegen Zwickau sich gerecht. Das hat in diesem Spiel auch gereicht. Wenn der Gegner das letzte Ding macht, der Abwehrspieler da nicht auf der Linie steht, dann das 2-2. Wir waren zwar die bessere Mannschaft, aber das war's auch schon. Vielen Dank. So, gut. Dann geht's in der nächsten Partie weiter nach Mainz im DFB-Pokal, Halbfinale. Und da hoffen wir, dass wir den Weg nach Berlin finden. Ob wir es schaffen, das sehen wir dann. Bis morgen. Ciao.